Guten Abend und herzlich willkommen zur Weihnachtsfeier des Borkastein. Das Jahr 2020 brachte viele Veränderungen und Herausforderungen. Unser Leben wurde in vielfacher Weise umgekrempelt. Und auch die kommenden Feiertage werden wir vielfach anders begehen, als wir es gewohnt sind. Umso wichtiger ist es, Elemente der Stabilität und der Kontinuität zu bewahren und gleichsam als Anker auszuwerfen, um in all den Veränderungen nicht abzudriften. Weihnachten und die Botschaft des Weihnachtsfestes können solche Anker sein, die uns Halt bieten und einen Lichtblick in Tagen der Unsicherheit und Herausforderungen. Es ist kein Zufall, dass das Symbol des Ankers in der christlichen Tradition für die Hoffnung steht. Hoffnung auf den Morgengrauen nach kalten Winternächten. Auf lebendig werden nach Zeiten des Stillstands, auf Neubeginn nach Stagnation. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer des Borg Bad Hofgastein haben unter veränderten Rahmenbedingungen, aber in Kontinuität mit liebgewonnenen Traditionen eine Weihnachtsfeier in neuer Form entworfen und mit Musik, Gesang und Texten gestaltet. Ich freue mich, Ihnen, euch, diese Feier anzukündigen und ihr mit euch heute beizuwohnen. Ich lade dazu ein, sie zu beginnen im christlichen Symbol des Lebens und des Neubeginns, dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So soll das Weihnachtsfest und die Botschaft des Heils und der Menschwerdung Gottes und unser Anker der Hoffnung sein. Und die folgenden Worte euch in den kommenden Festtagen begleiten. In einem Land der Hoffnung wird es niemals Winter.
Hallo, ich trage heute einen Auszug aus Julia Engelmanns Text »Stille Wasser sind attraktiv« vor. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin anders und allein. Keiner scheint mir ähnlich und keiner scheint mir nah zu sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, niemand ist wie ich. Ein Platz, an den ich passe, den gibt es für mich nicht. Aber warum bin ich anders? Und was muss noch passieren? Ich meine, was mache ich falsch? Ich will doch bloß dazugehören. Aber wozu denn gehören? Was soll das denn heißen? Weil wir alle doch anders und dadurch wieder gleich sind. Und es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um den Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht's ums Was, viel mehr als um das Wie. Es geht auch darum, dass wir uns kennen, mehr als dass wir mal einsam waren. Und es geht nicht um das, was uns trennt, sondern um das, was wir gemeinsam haben. Und es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Und es geht nicht um den Takt an sich, sondern darum, dass du tanzt. Und es geht nicht darum, was wir haben, sondern was wir daraus machen. Es geht nicht um den Witz an sich, sondern darum, dass wir lachen. Es geht nicht darum, was wir tragen, wie wir lächeln, wie wir reimen. Es geht darum, was wir sagen, ob wir echt sind, was wir meinen. Vielleicht geht's nicht ums Happy End, sondern mal heute nur um die Geschichte. Vielleicht geht's nicht darum, ob ich anders, sondern darum, dass ich, ich bin. Vielleicht geht's nicht darum, die ganze Welt zu erfassen und alles zu verstehen. Vielleicht geht's darum, Hakuna Matata zu sagen und einfach mal gerne zu leben, weil es geht doch um den Inhalt. Viel mehr als um die Form. Es geht nicht um deinen oder meinen Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht's ums Was, viel mehr als um das Wie. Und was soll das überhaupt heißen? Was soll das überhaupt heißen? Jemand ist sonderbar und eigenartig. Das sind doch bloß Synonyme für besonders und für einzigartig. Jemand sagt dir, du bist anders. Dann denk dir für dich, anders ist nicht falsch, ist bloß eine Variante von richtig. Und wer andere abgrenzt, grenzt sich selber ein. Wer andere schwach macht, glaubt nicht stark zu sein. Ich mach mein Herz weit und lass Leben rein, weil ich dran glaub, gut genug zu sein. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I'm not afraid to die.
Vor genau 7 Jahren, in der Weihnachtsnacht, verstarb Jacob Marley, der einzige Freund des Mannes, um den es sich in dieser Geschichte dreht. Dieser Mann namens Ebenezer Scrooge war nur der einzige Inhaber des Warenhauses Scrooge & Marley. Denn so hieß das Geschäft noch immer, trotz des Todes Mr. Marleys. Mit ihm zusammen arbeitete dort nur sein Angestellter Bob. Ebenezer Scrooge war der wohl geizigste Mensch, den man sich vorstellen konnte. Er war so geizig, dass er sogar an diesem Tag des Weihnachtsfestes die Herren wieder fortschickte, die für die armen Leute um eine kleine Spende baten. Nicht einmal seinen Neffen begegnete er freundlich, denn dieser lud ihn auch dieses Jahr wieder zum Weihnachtsfest zu sich ins Haus ein. Scrooge verabscheute Weihnachten, denn er war ein kalter und herzloser Mensch. In dieser Weihnachtsnacht erschien Scrooge eine grauenvolle Gestalt. Es war der Geist seines Freundes Marley. Er war mit einer langen, schweren Eisenkette behangen, an der Geldkassen und Schlösser hingen. »Die, Scrooge«, schrie er, »dies ist die Kette meines Lebens, die Kette, die ich mir selbst geschmiedet habe und die ich nun auf immer tragen muss.« Scrooge erschrak fürchterlich. »Aber warum? Du warst wie ein guter Geschäftsmann.« »Ein Geschäftsmann, ja, aber doch kein Mensch. Auch du besitzt eine solche Kette. Aber deine ist schon um einiges länger. Du sollst die Gelegenheit bekommen, mein schreckliches Schicksal nicht zu teilen. Nutze sie.« Und da verschwand Marleys Geist. An seiner Stelle sollten Scrooge in dieser Nacht die drei Weihnachtsgeister erscheinen. Und da war der erste auch schon da. Es war der Geist aller vergangenen Weihnachten. Und so nahm er Scrooge mit in die Vergangenheit. Als erstes landeten sie an Weihnachten beim kleinen Ebenezer Scrooge in seiner Kindheit. Dort saß er nicht etwa mit seiner Familie und einem Tannenbaum herum. Nein, er saß ganz alleine in der Schule und las Bücher, denn er hatte keinen Freund. Wie einsam ich schon damals war, wurde ihm auf einmal bewusst. So reisten sie in Scrooge frühere Weihnachten mit allen Menschen und Momenten, die ihm je etwas bedeutet hatten. Kaum, dass er wieder zu Hause war, bekam er Besuch vom zweiten Geist. Er nannte sich der Geist der diesjährigen Weihnachten und er erklärte ihm, dass es für jedes Jahr einen Weihnachtsgeist wie ihn gab. Mit diesem ging Scrooge durch die Stadt und beobachtete die vielen Familien, wie sie zusammen Weihnachten feierten und von Herzen froh waren. Plötzlich waren sie in der kleinen Wohnung der Familie seines Angestellten Bob. Dort sahen sie auch dessen Kinder, insbesondere einen kleinen behinderten Jungen, der zu wenig Essen und zu wenig Medikamente bekam, sodass er wohl sterben müsse. Trotz alledem war die Familie froh und harmonisch. Sie feierten das Weihnachtsfest, beschenkten sich und aßen, soweit ihr Geld ausreichte.
Auch auf meinen Arbeitgeber möchte ich heute anstoßen, sagte Bob auf einmal. Denn es ist ja Weihnachten. Sehr berührt brachte der zweite Geist Scrooge nun nach Hause. Und es dauerte nicht lange, da tauchte auch schon der dritte Geist auf. Der Geist aller zukünftigen Weihnachten sprach kein Wort mit ihm. Er führte ihn lediglich in ein Weihnachtsfest in der Zukunft, wo Scrooge erkannte, dass sie sich auf dem Weg zum Friedhof befanden. Was hatte das zu bedeuten? Sie hörten, wie sich ein paar Leute auf der Straße über einen kürzlich verstorbenen Bürger unterhielten. Und dabei sprachen sie nicht gerade freundlich. Auf dem Friedhof, wo verschiedene Menschen am Weihnachtsabend ihre lieben Verwandten besuchten, deutete der dritte Geist nur auf einen etwas abseits stehenden Grabstein, vor dem keine Menschenseele traute oder gedachte. Scrooge trat um den Stein herum und wollte wissen, wer in diesem einsamen Grab lag. Und da traf ihn die Erkenntnis, denn auf dem Stein stand in dunklen Lettern der Name Ebenezer Scrooge. Es war sein eigenes Grab. Als Scrooge am nächsten Morgen aufstand und zur Arbeit ging, war er wie ausgewechselt. Er schwor sich, ein besserer Mensch zu werden. Weihnachten ist die Zeit der Barmherzigkeit, das sollte man nie vergessen. Und so folgten gleich an diesem Tag eine ganze Reihe guter Taten. Er schickte einen Truthahn an Bobs Familie und erhöhte am nächsten Tag auch noch das Gehalt seines Angestellten, sodass der kranke Sohn versorgt werden konnte. Er grüßte auch die Leute auf der Straße und spendete etwas für die Armen, wobei er sich auch gleich bei den Sammlern entschuldigte. Am Abend besuchte er seine Neffen und feierte mit diesen und weiteren Freunden Weihnachten. Manche sagten, dass er Weihnachten feierte wie kein anderer. Durch seine Hilfe überlebte auch Bobs jüngster Sohn. Gott segne jeden von uns.
Liebe Zuseherinnen und Zuseher, vor allem natürlich liebe Schülerinnen und Schüler, die Corona-Pandemie begleitet uns jetzt schon durch viele Wochen und Monate hindurch. Alles ist anders, auch diese diesjährige Weihnachtsfeier. Normalerweise sind wir eingeladen von der evangelischen Kirche, dürfen dort im Gotteshaus miteinander das Geheimnis der Heiligen Nacht feiern, bedenken, betrachten. Heuer ist es dieser Weg. Wir kommunizieren über die Technik, ein kurzes Video. Es möchte uns helfen, dass wir inmitten dieser besonderen Zeit trotzdem in einem anderen Sinn gemeinsam das Geheimnis der Heiligen Nacht feiern. Herausfordernde Zeiten liegen hinter uns, unsichere Zeiten vor uns. Spätestens seit Freitag wissen wir, dass uns die Pandemie auch noch hineinbegleiten wird in das Jahr 2021. Ich persönlich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass wirklich nicht die Angst vor dem Virus oder der Ärger über die eine oder andere Maßnahme Dreh- und Angelpunkt des Lebens ist, sondern dass ich immer wieder von neuem Ausschau halte nach dem, was Kraft schenkt, was Mut gibt, was Hoffnung gibt, inmitten dieser Realität, wie sie nun einmal ist, den nächsten Schritt wieder in die Zukunft zu setzen. Und Gott sei Dank, sage ich als Pfarrer, feiern wir inmitten dieser ganz konkreten Welt auch dieses Jahr wieder Weihnachten, das Fest der Liebe, wie es gerne genannt wird, vor allem aber das Fest der Hoffnung. Ich darf das Weihnachtsevangelium vorlesen, ein Stück aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, das uns erinnern möchte, gerade Christinnen und Christen, die dürfen wissen, dass das Leben immer eine Zukunft hat, weil Gott, der Herr, das Leben ist. Und wo immer wir uns auf ihn einlassen, da werden wir schon hoffentlich, Gott gäb's, die Wege finden, die heute zu gehen sind, damit das gemeinsame Leben gelingt. Das wünsche ich euch, wünsche ich uns allen. Aber nun zum Evangelium der Heiligen Nacht. Evangelist Lukas überliefert. Es geschah aber an jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. Und so zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf, nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.« Und plötzlich war bei dem Engel eine große himmlische Heer, dass Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Soweit der Bericht, die Überlieferung von Lukas. Der Engel sagte zu ihnen, den Hirten, die auf dem Feld lagerten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Uns allen wünsche ich, dass dieses Fürchte dich nicht im Blick bleibt und dass wir im Glauben daran immer wieder unsere Wege gehen, mitten in dieser Welt, so wie sie sich gerade zeigt, voller Hoffnung, voller Mut und mit der nötigen Kraft eben jene Schritte setzen zu können, die helfen, dass wir gemeinsam unterwegs bleiben können, so wieder hineinfinden in eine gemeinsame gute Zukunft. Gott geht's.
these pieces, broken and scattered, the mercy gathered, man did and toy, empty-handed, but not forsaken, I've been set free, I've been set free. Broken Vessels, Amazing Grace von Hillsong Worship. Und Worship bedeutet auf Deutsch Anbetung. Und was ich so schön finde an Worship Music, ist, dass es nicht bloß gesungene Gebete sind, sondern dass dieser Ausdruck von Gefühl so stark präsent ist und dass so eine enorme Leidenschaft und Hingabe dahinter steckt. Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, alles Gute für das neue Jahr und Gottes Segen. Wir wünschen den Maturanten und Maturantinnen viel Erfolg bei der Reifeprüfung und im weiteren Leben. Mögen eure Träume sich erfüllen und ihr werdet alles schaffen, was ihr schaffen wollt. Wir danken unseren Eltern für die Unterstützung in dieser schweren Zeit im Homeschooling. Wir hoffen auf die Rückkehr in die Schule, sodass wir uns alle im Januar gesund wiedersehen. Auch ein großes Danke an alle Lehrer, die trotz der momentanen Situation das Beste daraus gemacht haben. Ein großes Dankeschön an die Schülervertretung, die sich immer für uns eingesetzt hat. Am Ende dieser Feier ist es wie immer meine Aufgabe und mein Privileg, Danke zu sagen. Danke an alle Schülerinnen, alle Schüler und Lehrer und Lehrerinnen, die mitgewirkt haben.
vor allem Elisabeth Wieland, Magdalena Faltin, Johann Oettel, Stefanie Wagner, Herbert Hagen, Corinna Gruber, Ingrid Baunagel, Huberta Kagel, Pfarrer Theo Meierhofer und für Technik, Recording, Schnitt und Produktion Christoph Plohowitsch. Allen auch, die diese Feier zu Hause mitgefeiert haben. Vielen Dank. Ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches und gutes neues Jahr im Namen der Schulgemeinschaft des Borkers Dein. Wir hören noch den Segen unseres Herrn Pfarrers und dann wird der Chor das Schlusslied singen. Als besonderes Zuckerl hat sich das Lehrerkollegium schließlich noch um eine kleine Zugabe bemüht. Vielen Vergnügen und vielen Dank. Und als kleine Gabe noch hinein in die weihnachtlichen Tage darf ich mitgeben einen alten Segenswunsch von Herbert Jung, in dem es heißt: Der Herr segne uns, er gehe mit uns den Weg in die Nacht und in den Tag, er lasse seinen Stern erstrahlen so hell wie damals in Bethlehem, damit wir finden bei ihm, was wir suchen und ersehnen. Er selber gehe mit uns als Engel, der uns schützt und erinnert und Grund des Festes der heiligen Nacht ist, damit die Hoffnung bleibt, wenn Tage kommen, die unser Leben verdunkeln. Da schenke uns der Gott der Kinder und der Gott der Großen, der Jungen und der Alten, der Vater, der die Welt gemacht, der Sohn, der uns als Kind entgegenlacht, der Geist, der alles wohl bedacht. Amen. In diesem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest und vor allem auch dann ein friedvolles neues Jahr 2021. We are the ones to make a brighter day. So let's
Die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar. Auch für die Gelehrten. Denn nur einmal im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich, aus dem Loch heraus, kriegt sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Mutter gut verborgen, mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein andermal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Es sagte rundheraus, ich habe es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertag. Nur Mutter sprach kein Klagewort, sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich wahr, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Wenn Hirz wer sagt, bei ihm zu Haus, bei Franzl oder Liesl, da gäb's kein Weihnachtsmaus, dann zweifelt der bissel. Doch sag ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen.